Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wie sag ich's richtig? Also heute sind wir bei Folge 2 meines neuen Programmes und befassen uns heute mit einem weiteren Umlaut. Und zwar sprechen wir heute über das Ä. Ich freue mich, dass ihr das letzte Programm auch gesehen habt und auch teilweise die Möglichkeit genutzt habt, zu kommentieren. Und solltet ihr Fragen haben oder Kommentare abgeben wollen oder zum Beispiel auch Kritik haben, lade ich euch herzlich ein, von dieser Funktion Gebrauch zu machen und in die Kommentare eure Meinung zu schreiben, eure Meinung über die Kommentare, mir über die Kommentare mitzuteilen. Heute befassen wir uns, wie ich bereits sagte, mit dem Ä, also einem weiteren Umlaut. Dieser Umlaut ist aber, glaube ich, nicht ganz so schwer wie das Ö. Denn das ist eine Kombination zwischen A und E, aber auch hier beachtet bitte, dass es nicht zu 100% eine Kombination ist. Ihr dürft also in diesem Laut wiederum weder A noch E haben und weder A noch E hören, wenn ihr diesen Laut ausspricht. Aber wie beim letzten Mal, guckt doch bitte erstmal auf meinen Mund. Ich spreche euch dieses Wort aus, oder diesen Laut aus, habe auch nachher wieder ein paar Beispiele, wo wir das ein bisschen zusammen üben können und mal sehen, was draus wird. Bitte guckt doch mal auf meinen Mund. Oder so. Wir machen praktisch ein übertriebenes Lächeln. Guckt es euch kurz an. Wir übertreiben beim Lächeln und machen so. Ganz die Zähne müsst ihr natürlich nicht zeigen, aber bitte seht es euch noch einmal kurz an. Es ist wirklich nah am E dran, aber ein kleines bisschen anders. Es ist zum Beispiel, wenn wir sprechen und nicht genau wissen, was wir sagen wollen, sagen wir, so ähnlich ist das. Also, wenn ihr manchmal beim Sprechen nicht genau wisst, was ihr sagen wollt und so ähnlich geht das. Wir übertreiben zum Anfang wieder und sprechen es etwas länger. Und zwar, also, übertriebenes Lachen. Zähne zeigen, also bitte nicht komplett die Zähne zeigen, sondern so ein bisschen hoch die Lippe. Also bitte nicht komplett die Zähne zeigen. Später darf es dann auch gern so aussehen. Aber nochmal, übertriebenes Lächeln. Wir zeigen ein bisschen die Zähne und okay. So viel dazu, zur Theorie. Wir machen weiter mit der Praxis und gehen zu den Beispielen. Mal sehen, ob wir das jetzt schon gemeinsam umsetzen können, was wir uns gerade theoretisch angesehen haben. Okay, gut, gucken wir doch mal, was ich heute für Beispiele für euch habe. Wie auch beim letzten Mal könnt ihr die Übersetzung in den Untertiteln sehen. Oder auch gern mit einem Wörterbuch suchen, solltet ihr Probleme haben, die Wörter zu finden und dazu Fragen haben, fragt doch bitte einfach. Ich versuche euch dann eine schriftliche Antwort zu geben und irgendwie zu helfen, oder auch ein Wörterbuch zu empfehlen, zum Beispiel, was sehr gut ist. Okay, also Untertitel an. Bei vielen ist das auch automatisch an, soweit ich weiß. Deshalb das Gefäß. Die Wärme, die Pläne, die Kämpfe, die Beschäftigung, die Ärzten, Mähen, Härter oder Härten, ja, Härter würde auch gehen, aber hier haben wir Härten, der Verräter, die Hände, die Autounfälle. Die Fähigkeit. Okay. Jetzt habe ich es wieder etwas übertrieben ausgesprochen.
Seht es euch doch bitte noch einmal an, wie man es ohne größere Übertreibung ausspricht. Das Gefäß, die Wärme, die Pläne, die Kämpfe, die Beschäftigung, die Ärztin, Mähen, Härten, der Verräter, die Hände, die Autounfälle, die Fähigkeit. Manchmal, ihr werdet es mitbekommen haben, spricht man das Ä wirklich wie ein E aus. Zum Beispiel das Gefäß. Da hört es sich wirklich fast wie ein E an. Wenn wir aber zum Beispiel die Kämpfe haben, da sprechen wir es wieder mehr mit diesem übertriebenen Lächeln. Es ist also nicht hundertprozentig schlimm, wenn ihr manchmal bei manchen Wörtern dieses mehr als E ausspricht. Ihr werdet es bestimmt auch von Leuten hören, die die deutsche Sprache als ihre Muttersprache verwenden, dass sie auch dieses manchmal mehr als ein E aussprechen. Also hier ist es beim so, dass es anders als beim Ö eigentlich, so wie wir es hier bei diesen Beispielen sehen, eigentlich überall stehen kann. Beim Gefäß steht es zum Beispiel am Ende. Ganz am Ende kenne ich kein Wort, wo das Ä direkt am Ende steht. Es kann auch wieder am Anfang stehen, zum Beispiel die Ärztin. Wir haben auch natürlich wieder ein zusammengesetztes Wort. Ich versuche euch diese Struktur beizubehalten. Hier seht ihr die Autounfälle, das ist im Plural die Unfälle. Auto lassen wir kurz weg, gucken wir Unfälle. Und hier passt bitte auch auf, das LL, das doppelte L, verkürzt uns das L. Wir sagen also nicht sondern Ä. Ja, also auch hier wieder kurz Ä. Autounfälle, die Autounfälle. Auch heute haben wir wieder ein H und, wie ihr richtig denkt, genau das H verlängert uns den Laut, der vor ihm steht. Und zwar sprechen wir das Ä hier lang. Hier dürft ihr wieder ein bisschen übertreiben und Ä. Also, ich fasse vielleicht noch einmal kurz zusammen. Und zwar geht es beim Ä darum, dass ihr ein übertriebenes Lachen macht. Danach zeigen wir ein bisschen die Zähne und machen Also wir zeigen ein bisschen die Zähne. Man muss es nicht übertreiben. Es reicht, wenn ihr so sprecht. Okay, ich wiederhole auch die Wörter noch einmal. Das Gefäß. Achtung, hier sprechen wir es mehr als E. Die Wärme. Die Pläne. Die Kämpfe, die Beschäftigung, die Ärztin, Mähen, Härten, der Verräter, die Hände, die Autounfälle, die Fähigkeit. Von mir bekommt ihr eine kleine Hausaufgabe. Übt doch diese Aussprache bitte vor dem Spiegel. Schreibt euch die Wörter auf oder merkt sie euch. Und seht euch euren eigenen Mund im Spiegel an. Übertriebenes Lächeln, leicht die Zähne zeigen und als wenn ihr nicht richtig wisst, was ihr sagen wollt. Okay, ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, wünsche viel Erfolg und Spaß beim Lernen, vor allem Gesundheit. Und denkt bitte dran, ihr könnt gern Fragen stellen, kommentieren und auch Vorschläge und Wünsche äußern, was ihr gern wissen wollen würdet, welches Thema ich vielleicht in das nächste Programm einbringen soll. Von daher wünsche ich alles Gute und bis zum nächsten Mal. Bleibt mir gewogen, viel Erfolg beim Lernen und tschüss. Danke. Macht's gut.